Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 12, neue technische Umsetzung des Mundartdichterwegs und der Weinwanderwege. Wir haben es beschrieben, wir können es nicht mehr mit der Plugi-App machen. Das heißt, wir müssen das technisch umstellen und würden vorschlagen, dass wir es im Rahmen der Web-App-geschützten Lösung und der Anpassung der Beschilderung machen und würden uns freuen, wenn uns der Ortschaftsrat entsprechend der Beschlussvorlage beauftragen würde. Herr Pötsche. Ja, Frau Ortsvorsteherin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob eine Installation oder eine Einrichtung angenommen wird, merkt man dann, wenn man angerufen wird und gefragt wird, warum funktioniert da nichts mehr. Insofern bin ich sehr froh, dass das Stadtamt eine Lösung gefunden hat, um wieder den Mundartdichterweg mit Leben, also mit Stimme zu füllen. Wir halten auch die Kosten, die dadurch entstehen, für vertretbar und sind völlig im Rahmen und freuen uns auf die Umsetzung. Für die Variante 2, die vorgeschlagen wird, für die Beschilderung zum Beispiel für den Weinwanderweg, sehen wir auch als sinnvoll und zielführend an und stimmen demzufolge der Beschlussvorlage zu. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann darf ich um Abstimmung bitten. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Dann ist es einstimmige Zustimmung.